Hallihallo und willkommen zurück bei Fortress Crafting. Hallo. hier, erdrückend niedrige Frame-Anzahl bei mir. Es könnte weniger sein. 13 sind es noch. Okay, naja, 14. Es könnte bei 0 sein. Ja. 15, wenn ich rausschaue. Okay, nein, ich werde jetzt einmal das Zentrum verlassen und jawohl. Beim Hive Mind am Dach. Neue Devise. Ja, genau. Wir verlassen immer das Zentrum, ob jetzt. Die Verteidigung aufbauen. Mhm. Spannende Sache. Spannende Sache, ja. Sag, du hast ja bei den Erzförderungen, ja. Also wo die Erzblöcke kommen, ja. Hast du bei Zinn, Kupfer schon zwei Rohre, ne? Ja, bei Zinn sehe ich da gar ein zweites, bei Kupfer ist nur eines, oder? Nein, müssten zwei sein. Nein, es sind auch zwei, das kommt von da runter. Müssten zwei sein. Warum hast ich hab gewusst, irgendwann kommt die Frage. Warum hast du das nebenbei? Damit es sich besser verteilt. Ja, aber du blockierst ja da fürs Eisen. Warte mal. Hä? Wo bist du denn? Ich verstehe das nicht. Du musst nicht alles verstehen. wo bist du? Im Kupfergeschoss? Ah, ich bin im Eisengeschoss, okay, und weil da sowieso nichts drauf geht, hast du das nebenbei. So, ich, ja, mach was du willst, aber mach's richtig. mach was du willst, aber mach das, was ich will. So netter, ja. Gell? Hm? Ja. Eigentlich hast du das sehr gut durchschaut. so, was haben wir jetzt überhaupt vor? Sag einmal an. Na, ich habe gesagt, was ich vorhabe, den Verteidigungsring beim Hive-Mind-Häuschen aufbauen. Ja und? Wir sind 5 Minuten erledigt. Was magst du den Rest der Folge? weiß ich noch nicht. Ich überlege im Stillen. so, ja, und jetzt habe ich mich selbst restlos verwirrt. Ich weiß nicht mehr, in welchem Geschoss das ich bin. Schauen wir mal, was da drauf steht. Kupferbahn steht da. Na, dann werden es auch Kupferbahn sein. Ich hoffe zumindest. Ja, und das sind Bahnen. Es stimmt, was da steht. Ich bin auf der falschen Seite. Eigentlich wollte ich ja, wenn ich dann wieder weiß, wo es lang geht, wollte ich die. Das ist nicht so selbstverständlich. Ja, genau. Die Zulieferungen der Erze ausbauen. Weil wir da ein bisschen ein Problem haben. Irgendwann wollen wir auch in die Tiefe und ich will endlich. Größere Gegner, weil wir wollen ja diese blauen Eier, hätte ich jetzt gesagt, diese blauen facetteten Eier, ne? Facettenaugen. Ja. Da. Bezüglich Gegner kannst du machen, was du willst, geh nur weit genug weg von unserer Base dabei. okay. Dann kannst du ein Riesenmonster holen und mit den Würmern dich anlegen. Genau. Ich hab's nicht so mit Würmern. Bei Eisen ist aber noch kein zweiter. Nope. Nein. Alter, wenn ich nicht alles kontrolliere. Ich hab nur den Ich hab außerhalb der Aufnahme gefragt, hast du gesagt, ja. Eisen überall ist schon ein zweiter. Kann sein. Ich hab dann nur gesagt, nee, dann brauchen wir eh erst Oblizium. Ja. Ja, heißt. Leck mich am Arsch. Ja, so kommt mir das manchmal vor. unbewusst. Das kommt in der Aufnahme schlecht. So. So, der Link. Wieder die Tibras. Ach, was hat er jetzt gemeint? Nein, so ist er nicht. ich konzentriere mich da auf mein Konstrukt. Was, du arbeitest schon? Natürlich. Doch, die sind nur bei der Ansage. Steht auch regungslos. Ja, Nachzügler. Ich weiß, die Männer, Monotasking. Genau. Entweder Handgriff, Reden oder halt sonstiges. Eines nach dem anderen. so. Was ist mit so? Naja, die YouTube-Krankheit, ne? Mhm. So.
Und da wir brav sind, so, machen wir alles schon mit Pipes und nicht mit Förderbänder. Wie komme ich aus dem da jetzt raus? Ich könnte. Ja, du könntest, ne? Wenn ich wollte, könnte ich, ja. Monte Python. Ich könnte, wenn ich wollte. Könnte mir jetzt in den Laden gehen und ein Kondom kaufen. Ja, durch. Heiliger Himmel. Das war jetzt falsch. Diese Katholiken haben einmal Sex und ein Kind. Die haben doch auch eine Tochter. Ja, haben doch auch nur eine Tochter. Das eine muss betonen, weil damit weißt du sofort, wie oft das Sex gehabt haben. Oh. Also heute haben wir eine jugendfreie Folge, wie man bemerkt. Ja. Aha. Aber nicht mit jugendfrei, die Jugend darf sie anschauen, sondern ohne Jugend. Also nicht falsch verstehen. Eine jugendfreie Folge, also bitte alle unter 18 abdrehen. Schon sind alle Zuseher weg. Oder Mama und Papa fragen. So, was Sache ist. Genau. Du Mama, der in YouTube hat gesagt, der holt sich Kondome aus deinem Laden. Was sind denn Kondome? Und dann gehen wir schon zum Nachtkästchen. Schon hat der Anduin eine YouTube-Sperre auf Lebenszeit. So. So, jetzt muss ich wieder retour, weil ich nicht geschaut habe. Hast du was vergessen? Das da, ja, das passt, das schaut gut aus. Ja, das sehe ich dann anschauen, ob du das richtig machst. Ja, okay, bitte, unbedingt. Ja. Mach ich schon. Baustellenkontrolle. Ich bin gelernter Baustellenkontrolleur. Ich verstehe das Konzept nicht von dir, aber ist egal. Ich muss es verstehen, es muss nur funktionieren. Und es funktioniert. Du bist ein Halbautist und bin leicht chaotisch. Ist so perfekt, oder? Leicht chaotisch ist ja die Untertreibung schlechthin. Ich stehe ja zu meinem Halbautismus, aber warum du über dein Chaotentum reduzierst? Leicht chaotisch. Ja. Ich würde es schon so nennen. Das behaupten Dunkelelfen auch, nachdem es eine ganze Stadt abgeschlachtet haben. Wir sind leicht chaotisch. Genau. Ja. Wird's böse chaotisch, ne? In dem Rollenspiel, was war das? Die Klasseneigenschaften. Die Völkereigenschaften. Völkereigenschaften. Ich glaube, bei mir ist rausgekommen, chaotisch gut. Also gut, jetzt übertreibt es wieder maßlos. Ja. Nein, ich übertreibe nicht, aber ich bin chaotisch gut. Chaotisch neutral vielleicht. Oh, kann das sein. Umgekehrt, glaube ich. Ist so lange her, ich habe es nicht mehr gemerkt. Wenn sich jetzt jeder fragt, über was wir da sprechen, das war bei Pen and Paper Rollenspiele ganz was Wichtiges. Weil das vorgegeben hat, wie sich sein Charakter, den er verkörpert, verhält und dementsprechend hat man sich halt als Rollenspieler auch in seiner Rolle zu verhalten gehabt. Aber ich kann es nicht leugnen, ich bin eine Schurkin. Im Endeffekt bin ich eine Schurkin. Ja, genau. Nachdem die Tibre immer Schurkencharakter gehabt hat. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob das mit gut, ich glaube, das war neutral. Irgendwas mit neutral, ne? Ich nehme es von den Reichen und gebe es den Armen. Hier zum Beispiel. Genau. Die Frage ist nur, wie lange ist man arm, wenn man sich alles in die eigene Tasche wirtschaftet? Ich habe sie relativ schnell ausgegeben. Ah ja.
Somit, ich war für die Wirtschaft. Damit hast du die armen Händler versorgt. Ja, genau. Oder die armen Wirtshausbetreiber. Ja, die auch. Ja, das war die Zeit, wo es noch eigentlich kaum PC-Games gegeben hat oder überhaupt irgendwelche Games. Ich kann mich noch an das erste erinnern, war das Schwarze Auge, wo man Rollen rundenmäßig, einmal du, einmal ich. Ich glaube, für dich war es das erste Roleplay-Game, Rollenspiel auf dem Computer. Mhm. Ich habe ja davor schon Eye of the Beholder und diese sechseckigen Felder gehabt hast und Ultima vorzurücken und so Geschichten. Ja, richtig, genau. Genau. Wasteland und so weiter. Ja. So. Aber das war nur die Zeit, wo diese Pen and Paper Games oder eben die Tabletop weit mehr Umfang bieteten, als wir Game auf dem Commodore war es halt damals oder eben dann am PC. Ja, ich hatte den C64. Weil die Speicherplätze und das ganze Prozess und so bei Weitem halt nicht so viele Möglichkeiten geboten hat. Stimmt. So. So. Dann haben wir Eisen, haben wir jetzt gleich herunter. Das brauche ich. Da werden wir auch gleich eines der neuen Eisenerzlager anhängen. Ah ja. Also Eisenerzvorkommen, nicht Lager. Zip. Zippe. Ah ja, Harden PCB und Iron Platten. Zack, zack, zack. Ja, da brauche ich natürlich, aber das haben wir ja eh schon produziert, denke ich, ja, Eisenplatten hier und hier die PCB. Ja, super. Na bitte, da sind wir schon. Na, no, seine Eisenvorkommen ist schon schön ausgenuckelt. Ausgenuckelt, welches? Na, das im erste, was wir da herunten angehängt haben. Im 10. Stockwerk unten? Ja, ja. Wirklich, das ist ja so ein riesen Platz. Ja, nein, es ist schon noch was da, aber du siehst ja diese. Ja, ja. Die Blöcke, die halt schon ziemlich. Genau. Das ist ganz schön. Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Ja, in dem Geschoss ist ja mehr. So, das sollte reichen für drüben. Und die Kohlevernichtung kann weitergehen. So, und dann hängen wir da im hinteren Rohr vom Eisen. Ah, das Eisen geht da weiter nach unten. Spannend. Dürfte irgendwann einmal weitergezogen haben. Achso, wir brauchen ja. Wir brauchen Energy. Wir brauchen Energy. So. Weiter geht's am Dach. Oh. Was denn? Ja. Gut, wie weit bin ich denn gekommen? So, Kohlekocher, Kohlekocher, Kohlekocher. Okay. Und der Block da oben. Spannend. Habe ich einen falsch gesetzt, beziehungsweise. Ah, da wirst du wahrscheinlich im oberen Stockwerk der Energie abzweigen. Das wird sein. Ja, genau, irgendwo da unten. Ja, aber ich denke mir gerade, was tut der grüne Power Storage Block da? Aber alles klar. Und eigentlich könnt ihr den grünen da auch verwenden. Das würde auch gehen. Aber ich habe nur eine blaue da und wenn der grüne eine ist,
der da weggeht und ich hänge einen blauen dran, dann funktioniert das nicht. Ja, da hast du mir das letzte Mal hast du mir ja grüne Laser gegeben. Die hat er unten verwendet. Ja, passt. Das passt schon. Ich habe nur überlegt, ob ich mir da gleich dranhänge, aber das geht nicht. Das wird, glaube ich, zu strange. Ich habe, glaube ich, zwei Sachen dran gehängt. Zwei Zinn. Ja, das wird er schon schaffen. Also, so viel verbrauchen die nicht. Okay. Aber es verträgt sich nicht. Zumindest war das bei außerhalb der Aufnahme, wie wir da unten waren und haben Nickel und Titanium gesucht, dass uns ja wieder mal ausgegangen ist. Da habe ich noch grüne Laser unten gehabt und wollte die stehen lassen, aber aus irgendeinem Grund hat er da die Energie nicht aufbauen können. Okay, haben wir vielleicht auch eine Tiefenbegrenzung? Kann man aber nicht vorstellen. Nein, nichts Tiefenbegrenzung, das war eben, weil der blaue weit mehr raussagt, als was der grüne liefert. So. Wahrscheinlich irgendwann hat er sich befüllt. Ja, aber hätte dauert ewig. Nur warten müssen, aber es dauert halt. Ja. Und der grüne liefert natürlich deutlich weniger. Und wenn du den austauscht, so, dann geht es natürlich schneller. So, dann haben wir den und da gehen wir dann nach unten, genau. Ja, die sind voll Energie. Perfekt. So, wo habe ich ja, den? Super, jetzt bin ich eins. Ja. Was denn? Jetzt passt's. So. Okay. Warum kriegst du nichts? Komisch. Ja. Was denn? So. Gleich habe ich's. Damit haben wir jetzt da zwei unabhängige Förderwege fürs Eisen. Okay. Sollte jetzt halbwegs eigentlich passen. Das Lager wieder halbwegs befüllen. Nein, nicht, kein Neustart. Im Moment haben wir das Problem, dass die Smelter, die im Erdgeschoss stehen, unsere Lager entleeren, unsere Erzlager. So, ich mache das nur fertig, dann werde ich kurz aufhören. Ich muss, mein PC wünscht neu zu starten und das muss ich aber unterbinden. Wie, was? Warum? Mein PC wünscht neu zu starten. Microsoft. Wir sind gleich am Ende der Folge. Na passt. Wenn es noch so lange ja, geht. Ja. Wenn nicht, werde ich es merken. Aber das wird schon passen. Windows Update oder was? Mhm. Ja, es ist so eine Sache beim Windows 10, der Update Manager. Wenn man den von Windows 7 gewohnt war. Ich verstehe es nicht von den Programmen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt Microsoft. Aber Dinge funktionieren und es wird abgedatet und oder eine neue Version herausgebracht und funktionierende Dinge sind auf einmal wieder fehlerhaft. So ist es mir völlig schleierhaft. Gibt es bei den unterschiedlichsten Programmen. Beziehungsweise verschlimmbessert, ne? Also so. Grundsätzlich sind wir, glaube ich, sehr zufrieden mit ja, Windows 10, ja, also oder? Da darf man nicht meckern. Funktioniert gut. Hat auch bei den neueren Games wirklich einen Performance-Schub gebracht.
Also bei so Sachen wie Fortress-Kräfte oder so merkt man es weniger, aber bei Tom Clancy oder so. Ja. Solchen Games oder Assassin's Creed, neuere Teile und so, da merkt man es dann auf alle Fälle. Mhm. Aber gewisse Sachen, die einfach, also eigentlich schon wirklich optimal gelöst waren. Ja. Zum Beispiel so wie das Update-Service, also wie man das so verschlechtern kann. Naja, schon alleine vor allem die Auswahlfunktion. Mich erregt die Bevormundung auf, dass Microsoft behauptet, mehr oder weniger besser zu wissen, wann jetzt wann der Computer... Wann für dich der beste Zeitpunkt ist. Genau, das ist, ja. das ist eine Bevormundung. Das ist schon sehr cool. Und nicht weniger. Ich finde das auch irgendwie merkwürdig. Die Gesellschaft wünscht nicht mehr zu denken. Ja, das ist leider das Apple-Zeitalter und das Zeitalter der Apps. Hm. Das muss ja alles von selbst. Man will ja nicht mehr drüber nachdenken, was gut wäre. Ich habe mir den Harden Machine Block genommen. Passt. War so gedacht. Alles klar. Ja, wir sind fertig. Die Tibra wird jetzt neu starten, nehme ich mal an. Mhm. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Happy Gaming und ciao. Tschüss.